Kirche Lindenwiesel, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig und von Jesus begeistert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und wollen sie im Alltag leben. Liebe Familie, willkommen zum Input der Woche 64. Dieser Tage hatte ich ein längeres Zoom-Meeting mit einem Menschen, der so weltweit unterwegs ist. Und wir haben uns über die Situation der Christen weltweit unterhalten. Und er sagte etwas Allgemeines jetzt, Pauschales. Aber die Tendenzen, glaube ich, die stimmen. Er sagte zu mir, Untersuchungen haben ergeben, dass Christen im asiatischen, afrikanischen Raum, also auch in der gesamten Zweidrittelwelt, dass die, wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn es eng wird und die Herausforderungen groß sind, dass die zusammenrücken, dass die mehr beten und mehr Gemeinschaft haben, auch wenn sie dafür verfolgt werden und Unterdrückung erleben. Die rücken zusammen und sie beten wesentlich mehr. Ich habe das in Indien erlebt, die haben gesagt, sie feiern Gottesdienste und wenn sie verprügelt werden, das ist es ihnen wert, miteinander zu feiern, zu singen und zu beten, auch wenn sie dafür verprügelt werden. Und dann sagt er, Untersuchungen haben ergeben, dass die Christen jetzt tendenziell im Westen und pauschal gesagt, dass die unter Druck und in Schwierigkeiten, so pauschal, weniger beten und weniger Gemeinschaft haben. Mit natürlich jetzt Corona geschuldet, aber sie verzichten auf Gemeinschaft und sie verzichten mehr oder weniger auch auf das persönliche Gebet. Das hat mich irgendwie echt irritiert. Und dann haben wir das Ergebnis unseres Gemeindeprofils bekommen und siehe da, und das ist verrückt, Gebet wird weniger als inspirierende Erfahrung erlebt als bei den vorigen Gemeindeprofilen. Es wird offensichtlich weniger inspirierend gebetet. Verrückt. Und dann dachte ich, ich mache den Input der Woche zum Thema Gebet. Und dann sagte eine Stimme, ich sage es mal so, wahrscheinlich Gott zu mir, Thomas, nicht über Gebet reden, sondern beten. Nimm die Gemeinde mit ins Beten. All die, die heute Abend zuschauen, herzlich willkommen nochmals. Geht ihr mit auf eine Reise des Gebets? Betet mit mir? Es wäre schön. Und ich hoffe, dass es inspirierend wird. Ich würde euch gerne mit auf eine Reise zu Psalm und mit Psalm 23 nehmen. Ein ganz bekannter Psalm, dieser Psalm 23. Manche kennen ihn vielleicht noch vom Hörensagen, manche kennen ihn auswendig. Und ich nehme euch mit auf die Reise zu Psalm 23. Psalm 23 ist ein Gebet, man könnte ihn so überschreiben, ein Gebet wider die Angst. Also ein Gebet in Zeiten, die schwierig sind, wo Druck auf uns zukommt, Schwierigkeiten, die Flutkatastrophe, die wir erleben mussten in Deutschland jetzt, hier im Süden harmlos, in der Eifel. Ich habe dort einen Freund, habe ich erfahren dürfen und müssen, wie brutal die Fluten waren. Psalm 23, ein Gebet, wider die Angst. Und ich nehme euch mit und ich hoffe, es gelingt, dieses Gebet auf eine besondere Art und Weise zu beten. Wir werden es meditativ beten. Und wenn man meditativ betet, ist das Erste, dass man gut sitzt. Man kann beim Beten liegen, man kann beim Beten spazieren gehen, man kann aufs Sofa liegen, je nachdem, wofür man und worüber man mit Gott spricht, gibt es unterschiedliche Haltungen. Aber wenn man achtsam betet, dann sitzt man. Und zwar, ich zeige es mal ganz kurz, 90 Grad hier in der Hüfte und 90 Grad in den Knien. Man sitzt aufrecht. Und wenn man sich das angewöhnt hat, im Kloster lernt man das, dann sitzt man sogar bequem, ohne Lehne,
achtsam. Man ist ganz wach und achtsam dabei. Und so wollen wir diesen Psalm beten. Wir werden ihn so beten, ich werde in drei Etappen oder vier Etappen beten, dem Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann gebe ich eine kurze Zeit und ihr betet Satz für Satz, wie ich vorbete, diesem Psalm nach. Nach dem Psalmbeten gibt es immer so einen Zwischenraum, wo man eigene Gebete formuliert. Das heißt, ich werde den Psalm zwei Verse lesen, dann ein eigenes Gebet formulieren und dann wird eine Stille sein und in der könnt ihr eure Gebete formulieren. Dann kommt wieder ein Stück Psalm, dann ein Gebet von mir und dann seid ihr für euch dran zu beten. Dann kommt wieder ein Stück Psalm und dann komme ich mit meinem Gebet und dann kommt ihr wieder. Und dann sind wir durch. Man nennt es auch Bibel beten. Mit der aufgeschlagenen Bibel beten. Ich habe hier Psalm 23 aufgeschlagen. Ich habe ihn auch auf dem Handy. Ich kenne ihn auswendig, aber es kann sein, irgendwann fehlt mir der Faden und dann kann ich schauen. Mit dem Handy hat man die Bibel immer mit dabei. Das ist eine super Sache eigentlich. Okay, ich hoffe, ihr könnt dieser Reise einigermaßen folgen und die Erklärungen waren hilfreich. Ich bete den Psalm, ein eigenes Gebet, dann eine Stille, ihr betet, dann kommt wieder Psalm, mein Gebet, euer Gebet. Und so werden wir den Psalm Schritt für Schritt durchgehen. Und so beginnt der Psalm, der Beter redet noch über Gott. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und ich bete jetzt, im Angesicht all der Schwierigkeiten und Herausforderungen, der Pandemie, der Fluten, in all dem bekenne ich, der Herr ist mein Hirte. Deshalb wird mir nichts mangeln, weil er mein Hirte ist. Er wird mich behüten, darauf vertraue ich. Und er wird mich zum frischen Wasser führen. Jetzt dürft ihr beten. Tauche wieder in den Psalm ein, spreche Satz für Satz und ihr könnt Satz für Satz gerne nachsprechen. Er erquicket meine Seele. Und leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich sage es auch wieder in dieser schwierigen Zeit, die vielleicht angstbesetzt ist, aber auch in einer guten Zeit. Gott
gib mir frisches Wasser. Er erfrischt mich. Und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und Herr, dein Name ist Jahwe, Gott mit uns. Du bist der mit uns und mit mir Seiende. Und in Jesus bist du mir ganz nahe gekommen. Immanuel, Gott mit uns. Ich danke, dass dein Name Programm ist und dass du der mit mir und mit uns Seiende bist. Jetzt dürft ihr gerne für euch beten, ein paar Worte sagen entlang dem Gehörten. Und ich fahre im Psalm weiter, lade euch wieder ein, Satz für Satz nachzusprechen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Danke, lieber Vater, dass wir dich mit Du ansprechen dürfen. Dass wir nicht beim Reden über dich bleiben, sondern gerade in den dunklen Zeiten und in den schwierigen Phasen genau zum Du durchdringen dürfen, dass wir Du sagen dürfen. Du, Vater, Du, Papa. Es ist so schön, jemanden zu haben, den man ansprechen darf in den Zeiten der finsteren Täler, genauso natürlich auch in den schönen Zeiten. Danke, dass ich Du sagen darf zu dir, dem allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde. Finde ich echt krass. Danke. Ihr dürft jetzt gerne auch beten entlang dem Psalm. Ich fahre mit dem Psalm weiter und lade euch wieder ein, Satz für Satz nachzusprechen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkest mir
voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Danke, Vater, dass du mich und uns einlädst zur Gemeinschaft mit dir. Der Tisch ist der Ort der Gemeinschaft. Danke, dass wir in allen Zeiten des Lebens und besonders in Notzeiten bei dir willkommen sind und dass du sagst, Thomas, nimm Platz an meinem Tisch. Und dann schenkst du mir voll ein, nicht geizig, nicht kleinlich. Und danke, Jesus, dass du Wohnungen bereithältst für uns. Im Bild gesprochen. Im Haus deines Vaters. Und danke, Vater, egal was kommt, dürfen wir wissen, dass wir bei dir Heimat haben, auch über dieses Leben hinaus. Und ich bitte dich jetzt für unsere verfolgten Geschwister, für Menschen, die in Not sind, egal wo auf der Welt, dass sie genau das erleben dürfen, dass du ein guter Hirte bist und dass du mit durch dunkle Täler gehst, ganz nahe, und dass du uns einlädst an deinen Tisch. Egal, wer die Feinde sind, ob Naturgewalten oder Menschen oder Systeme, du sagst, und dafür danke ich dir, komm an meinen Tisch, ich schenke dir ein. Danke, Vater, für diesen Trost, für diese Hoffnung und für diese Freude. Ihr seid eingeladen, jetzt auch zu beten, laut oder leise in Gedanken. So, und nun sind wir am Ende unserer kleinen Gebetsreise und ich hoffe, dass es für euch eine inspirierende Erfahrung war. Und ich lade euch ein, jetzt einfach noch ein bisschen zu verweilen. Einfach sitzen zu bleiben, das Ganze nochmals auf euch wirken lassen und am besten nichts denken, einfach vor Gott sein, vor diesen Bildern. Und staunen, dankbar staunen. Viel Segen wünsche ich euch. Und dass es nicht bei dieser Gebetserfahrung bleibt.